Also gut. Das geholt. Komm hoch mit dir. Decke. Da, Leute, nicht mit mir. Okay, das Schiebepuzzle. Hasse ich das Schiebepuzzle, das Schiebepuzzle ist scheiße. Sind so die Momente, wo man sich wünscht, er wäre so wie Raziel, weißt du? Zwei Klauen reinhacken und dann zack, zack, ganz locker verschieben. Und beweg dich. Yeah, endlich mal die Chance, die nächste Fackel zu bekommen. Na komm, komm hierher. Ha, Pfeife. Ja. Brot kann schimmeln, Obst kann faulen, Milch kann sauer werden, Alter, du kannst gar nichts. So. So, dann müsste ich Immo eigentlich wieder, jo, auf diesem Gang rauskommen. Und da unten sehen wir schon den letzten Geist mit der letzten Motherfucking Fackel. Tja, lächerlich. Du bist kein Gegner für mich. Immer der, der sich einmal im Kreis dreht, ist der Echte. Oder die Echte, sind ja Damen der Schöpfung. Ah. Lächerlich. Yay, der Fahrstuhl geht wieder. Ist das nicht toll? Damit haben wir schon mal einen großen Schritt Richtung Endboss getan. Jetzt müssen wir nämlich nur noch die Endboss-Zone frei bekommen. Und das, so wie ich das sehe, haben sie das unverändert gelassen. Das ist gut. So, ich muss gerade überlegen, wie das war. Okay. Die Räume sind aber auf jeden Fall schon mal anders. Ne, Moment. Die muss ich auch noch gucken. Da ist nichts.
Super, Pfeile. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt eine Weile geschwiegen, aber ja, hier, das ist ohne Kommentar, würde ich sagen. Das ist halt, ja, ist halt, dieses Ding dreht sich und da sind zwei Löcher drin und entweder klappt's oder es klappt nicht. Und wir sind auch so gut wie fertig, weil da oben noch ein Schalter ist. Ah, da. Ja, nur weil er die Schalter ändert. Braucht ihr nicht denken, dass ihr mich damit nochmal abfacken könnt, Leute. So, da haben wir es geschafft. Und dann begeben wir uns Richtung Endboss. Yo, der Endboss.